Chers amis de l'amitié franco-allemande, am 22. Januar feiern wir den 59. Geburtstag des Élysée-Vertrages, der die Aussöhnung und die jahrzehntelange Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland begründet. Leider verhindert Covid auch dieses Jahr ein Treffen in großer und vertrauter Runde, bei dem wir Erinnerungen austauschen, Pläne diskutieren und die deutsch-französische Freundschaft hochleben lassen. Doch unsere Freundschaft besteht weiter. Bis auf Weiteres werden sich Kommunen und Menschen virtuell austauschen. Die französische Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union und die neue Bundesregierung werden unsere Zusammenarbeit weiter stärken. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Denn schon Aristoteles sagte, Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern. Deswegen blicken wir auch gespannt auf die französischen Präsidentschaftswahlen im April und die Parlamentswahlen im Juni. Wir alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Je vous souhaite une bonne année et vive l'amitié franco-allemande.